Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Friedrich Merz. Frau Präsidentin, lassen Sie mich zunächst namens der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein Wort des Dankes sagen für Ihre anteilnehmenden Worte für unseren verstorbenen Kollegen Gero Steuerjohann, Worte, die Sie zu Beginn unserer heutigen Sitzung gesprochen haben. Ich möchte in diesen Dank einschließen den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Herr Kollege Mützenich, Sie haben mir im Namen Ihrer Fraktion und der Familie unseres verstorbenen Kollegen und uns einen sehr persönlichen Brief geschrieben und Ihr Mitgefühl ausgedrückt. Das ist ein guter parlamentarischer Umgang. Ich danke Ihnen auch persönlich dafür herzlich und auch denen aus anderen Fraktionen, die uns dieses Mitgefühl zum Ausdruck gebracht haben. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere heutige Aussprache über die Regierungserklärung des Bundeskanzlers steht ganz im Schatten der Nachrichten und der Bilder über die schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Betroffen ist eine große Region von rund 25 Millionen Einwohnern, in der bereits über 8.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Unsere Gedanken sind bei den Familien, auch bei vielen Familien, die in Deutschland leben, auch hier in Berlin leben, die um ihre Angehörigen trauern, und bei den Familien, die nun selbst bei Schnee und eisiger Kälte in den betroffenen Regionen um ihr Leben kämpfen. Herr Bundeskanzler, wir teilen das Mitgefühl, das Sie im Namen der Bundesregierung ausgesprochen haben, und wir bieten Ihnen ausdrücklich an, dass wir jede Unterstützung geben, wenn es etwa darum geht, jetzt schnell weitere Hilfen zu ermöglichen und zum Beispiel Haushaltsmittel bereitgestellt werden sollen für die betroffenen Regionen und für die betroffenen Menschen. Diese Bilder aus der Türkei und aus Syrien erreichen uns zu einem Zeitpunkt, zu dem die russischen Angriffe in der Ukraine wieder zunehmen und zu einem Zeitpunkt, zu dem mit einer groß angelegten Offensive der russischen Armee um den ersten Jahrestag des Kriegsbeginns herum gerechnet werden muss. Es gibt unverändert in diesem Haus einen großen, wenn auch leider nicht uneingeschränkten Konsens darüber, dass dieser Krieg ein russischer Angriffskrieg ist, der durch nichts, aber auch durch gar nichts zu rechtfertigen ist. Ein Krieg, der im Gegenteil das bleibt, was er von Anfang an war, nämlich ein verbrecherischer Angriffskrieg gegen ein Land, von dem keinerlei Bedrohung ausging und das allein deshalb angegriffen wird und wurde, weil es sich der Unterwerfung unter einen imperialen russischen Herrschaftsanspruch nicht beugen will. Ich betone das hier noch einmal so deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir uns außerhalb der Ukraine und dann eben auch hier in Deutschland nicht daran gewöhnen dürfen, dass dieser Krieg nun schon fast ein Jahr stattfindet und möglicherweise noch sehr viel länger dauert. Wir müssen, und Herr Bundeskanzler, Sie haben das in Ihrer Regierungserklärung am 27. Februar und mehrfach seitdem und heute wieder immer wieder richtig gesagt, wir müssen dem Land weiter helfen, humanitär, finanziell und eben auch militärisch. Und ich möchte mit Ihnen allen zusammen, meine Damen und Herren, heute nur hoffen, dass wir nicht eines Tages aus der Rückschau sagen müssen, das war zu wenig und das war zu spät. Lassen wir uns hoffen, dass wir dies nicht sagen müssen. Und ich will das hier sehr offen ansprechen, denn es ist doch in diesem Zusammenhang eines nicht zu übersehen.
große Teile der sogenannten Zeitenwende, die Sie am 27. Februar von dieser Stelle aus beschrieben haben, große Teile dieser Zeitenwende finden bisher in Deutschland weitgehend auf dem Papier statt. Richtig ist, dass Deutschland moderne Luftabwehrsysteme und moderne Artillerie geliefert hat. Richtig ist aber auch, dass Deutschland bis zum Schluss gebremst und gezögert hat, bis vor 2 Wochen nun endgültig die Entscheidung getroffen wurde, der Ukraine auch moderne Kampfpanzer und Schützenpanzer zu liefern. Und jetzt? Die Auslieferung wird erneut einige Wochen, wenn nicht Monate, dauern. Und mit der Ausbildung der Soldaten aus der Ukraine und mit der Instandsetzung der Fahrzeuge wird erst jetzt in diesen Tagen begonnen, wohlgemerkt einige Tage, bevor wir mit der nächsten Offensive der russischen Streitkräfte rechnen müssen. Und Herr Bundeskanzler, in hohem Maße verstörend sind in diesem Zusammenhang dann Äußerungen Ihrer Außenministerin, wenn sie vor 2 Wochen vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg wörtlich den Satz spricht, auf Englisch, wie sie meinte, sprechen zu müssen, "We are fighting a war against Russia." Das waren Ihre Worte, Frau Baerbock, und Sie dürfen sich nicht wundern. Sie dürfen sich nicht wundern, wenn ein solcher Satz rasende Verbreitung findet in den russischen Medien und damit Teil wird der russischen Propaganda. Sie dürfen sich darüber nicht wundern, wenn Sie solche unbedachten Äußerungen machen. Und es bleibt absolut inakzeptabel, Herr Bundeskanzler, dass die Bundesregierung bisher aus dem hier gemeinsam beschlossenen sogenannten Sondervermögen praktisch keine Bestellung aufgegeben und keine Ausschreibung veröffentlicht hat. Das gilt vor allem auch für die Bestellung von Munition. Erinnern Sie sich daran, wie Sie uns hier unter Zeitdruck gesetzt haben, wie schnell das alles gehen musste mit der Änderung des Grundgesetzes? Nur um mal eine Zahl zu nennen. Die Ukraine braucht in einem Tag so viel Munition, wie in Deutschland in 6 Monaten hergestellt werden könnte. Die Firmen, die Fahrzeuge liefern könnten, die Firmen, die Munition produzieren könnten, melden sich mittlerweile reihenweise bei uns und unseren Wahlkreisabgeordneten und beklagen sich darüber, dass sie keine Aufträge bekommen, dass die Zahlungsziele nicht eingehalten werden und damit keine Planungssicherheit seitens der Bundesregierung besteht. Herr Bundeskanzler, so kann man auch mit den Bündnisverpflichtungen nicht umgehen. Das geht nicht, was Sie hier machen. Wenn der Bundesverteidigungsminister heute auch nicht da sein kann, so will ich es trotzdem an seine Adresse sagen. Wir trauen ihm deutlich mehr zu als seiner Amtsvorgängerin. Aber er muss dann auch jetzt schnell das gesamte Beschaffungswesen in seinem Verantwortungsbereich ändern, damit diese Missstände abgestellt werden und wir schnell bestellen können, meine Damen und Herren. Anders wird es nicht gehen. Die Erdbeben in der Türkei und in Syrien und der Krieg in der Ukraine dürften in den nächsten Wochen noch einmal zu einer erheblich größeren Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Europa und damit auch in Deutschland führen. Meine Damen und Herren, damit das klar ist, wir können und wir wollen auch in den nächsten Monaten so vielen Menschen wie möglich, die in Not geraten sind, helfen. Aber zusätzlich zu den über 1 Million Flüchtlingen aus der Ukraine, die wir in Deutschland schon aufgenommen haben, kommen seit dem Herbst des letzten Jahres vermehrt Flüchtlinge und Asylbewerber aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan und aus weiteren Ländern des Mittleren und Nahen Ostens. In vielen Landkreisen, Städten und Gemeinden unseres Landes sind die Aufnahmekapazitäten aber mittlerweile erschöpft. Und wenn selbst Bürgermeister aus Gemeinden, Städten und Landkreisen, die der Grünen Partei angehören, jetzt lautstark um Hilfe rufen, dann können Sie, Herr Bundeskanzler, nicht darauf verweisen, dass die Bundesinnenministerin jetzt ein zweites Mal einen Flüchtlingsgipfel einberuft. Der erste war schon erfolgreich und Sie, Frau Faeser, sind mit Ihrem Kopf offensichtlich schon mehr in Wiesbaden als in Berlin unterwegs. Das ist eine Aufgabe, Herr Bundeskanzler. Nein, das ist, ja, das mögen Sie nicht gerne hören, aber es ist so. Herr Bundeskanzler, das ist jetzt eine Aufgabe für Sie persönlich.
Sie müssen jetzt zu einem Flüchtlingsgipfel unter Ihrer Führung mit konkreten Maßnahmen einladen, insbesondere damit den Städten und Gemeinden in Deutschland wirksam geholfen wird und nicht wieder erneut ein solcher Flüchtlingsgipfel wie im letzten Jahr im Oktober ohne jede Ergebnisse verbracht wird. Nun beschreiben Sie in Ihrer Regierungserklärung sehr wortreich eine gemeinsame europäische Asylpolitik und einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Meine Damen und Herren, das ist unsere Meinung schon seit Langem. Aber warum erwähnen Sie in Ihrer Regierungserklärung mit keinem Wort die Vorschläge der schwedischen Ratspräsidentschaft zu einer zukünftigen Asylpolitik der Europäischen Union? Sie loben dankenswerterweise die Kommissionspräsidentin, aber zur Europäischen Ratspräsidentschaft sagen Sie hier gar nichts, insbesondere zu den 5 Vorschlägen, die die Europäische Ratspräsidentschaft sehr konkret gemacht hat, unter anderem alle Instrumente voll auszuschöpfen in der Entwicklungshilfe, in der Visavergabe, im Handel und in den diplomatischen Beziehungen. Das wird mit einer Handbewegung seitens Ihrer Innenministerin vom Tisch gewischt und wird noch nicht einmal zur Diskussion gestellt, weil Sie es nicht wollen, Herr Bundeskanzler. So wird europäische Asylpolitik nicht gelingen, wenn Sie so weitermachen. Und Sie können dabei auch nicht auf die Europäische Union allein verweisen. Asylpolitik findet auch in den Mitgliedstaaten statt, findet auch hier statt, findet übrigens auch in der Stadt Berlin statt. Der von Ihrer Partei geführte Berliner Senat hat vor Monaten durch Beschluss aufgehört, irgendwelche Rückführungen und Abschiebungen aus Berlin vorzunehmen. Das Abschiebeterminal am Berliner Flughafen ist geschlossen worden. Sie machen keine Rückführungen und keine Ausweisungen und Abschiebungen mehr aus Berlin. Und selbst diejenigen, die Straftaten begangen haben, müssen, wenn sie erst mal in Berlin sind, nicht befürchten, noch abgeschoben zu werden. Sie können das nicht alles in Brüssel abladen. Das sind Entscheidungen, die Sie hier in Deutschland treffen müssen und insbesondere in der Stadt Berlin getroffen werden müssen. Sie verbinden die Asylpolitik mit der Notwendigkeit einer neuen Einwanderungspolitik in die Bundesrepublik Deutschland. Meine Damen und Herren, wir werden das Thema hier noch sehr viel ausführlicher diskutieren, als es uns heute möglich ist. Vielleicht nur so viel. Wir haben heute schon eine große Zahl von Flüchtlingen und Einwanderern in der Bundesrepublik Deutschland, und Sie wollen jetzt noch einmal mehrere Hunderttausend zusätzlich in das Land einladen und hier zu arbeiten und zu leben. Meine Damen und Herren, aber wir brauchen für weitere Einwanderung in Deutschland Kitas, wir brauchen Schulen, wir brauchen Krankenhäuser, wir brauchen vor allen Dingen Wohnungen. Dieses Land ist auf eine zusätzliche Einwanderung in der Größenordnung, wie Sie sie planen, Herr Bundeskanzler, in der gesamten Infrastruktur nicht vorbereitet. Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Schöpfen Sie doch einmal zunächst die Potenziale aus, die wir im Arbeitsmarkt in Deutschland selber haben. Und ich gebe Ihnen dazu eine Zahl, die ich selber, als ich sie nachgeschaut habe, selbst nicht glauben wollte. Im Jahr 2021, jetzt hören Sie einen Augenblick zu, bevor Sie sich so künstlich erregen hier. Im Jahr 2021, Zahlen vom Jahr 2022 haben wir noch nicht, sind 440.000 ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland in den Vorruhestand gegangen. Das ist rund die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner, die in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen sind. Über ein Drittel davon sind abschlagsfrei in die Rentenversicherung gegangen. Sie haben mal angekündigt, dass Sie daran was ändern wollen. Sie haben nichts geändert daran. Es bleibt dabei, dass in Ihrer Fraktion und in Ihrer Partei davon geträumt wird, dass die Vorruhestandsregelungen weiter fortgesetzt werden können. Mit dieser Art der Rentenpolitik werden Sie das Problem nicht lösen, das wir in unserem Arbeitsmarkt haben und das Sie auch zu einem erheblichen Teil bis zum heutigen Tag mitverantworten. Ich will abschließend einige Bemerkungen zur Handelspolitik und zur Wettbewerbsfähigkeit machen. Ja, wir sind auf Ihrer Seite, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu verbessern. Nur wenn aus Deutschland zu diesem Inflation Reduction Act der amerikanischen Regierung
Wochen und Monate Sprachlosigkeit in der Europäischen Union herrscht, wenn sich der ständige Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, also der Botschafter bei der EU, öffentlich darüber beklagt, dass er nicht sprechfähig ist in den Gremien der Europäischen Union, weil es keine gemeinsame Position der deutschen Regierung gibt, wenn er alleine ist mit dem Vertreter aus Malta, aus Zypern und dann Deutschland, diese drei Staaten nicht sprechfähig sind in der Europäischen Union, wenn es um eine Antwort auf diesen IRA geht, dann ist die Wettbewerbsfähigkeit nicht durch Brüsseler Politik beschädigt und infrage gestellt, sondern durch die Uneinigkeit und die wochenlangen Streitereien in Ihrer Koalition, Herr Bundeskanzler, insbesondere zwischen dem Bundesfinanzminister und dem Bundeswirtschaftsminister. Dann sprechen Sie über neue Freihandelsabkommen. Damit sind wir auf Ihrer Seite. Aber darf ich daran erinnern, CETA hat sieben quälende Jahre gebraucht, bis Grüne und Sozialdemokraten mal bereit waren, dem zuzustimmen. Sie waren in Südamerika und verhandeln dort über Mercosur. Dieses Abkommen wird seit 15 Jahren verhandelt und ist bis jetzt am Widerstand der Sozialdemokraten und der Grünen im Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament gescheitert. Das lag nicht an uns, dass es zu diesem Freihandelsabkommen nicht gekommen ist. Und Herr Bundeskanzler, über TTIP und ein mögliches Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika sprechen Sie schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Dieses Abkommen war so gut wie ausverhandelt und fertig. Es ist an dem Widerstand der gesamten deutschen Linken und einiger Nichtregierungsorganisationen gescheitert, weil sie mit einem imaginären Chlorhühnchen Politik gemacht haben gegen eine vernünftige Handelspolitik gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor, wir hätten heute TTIP. Es ist interessant zu beobachten, dass Sie genauso dazwischen rufen wie die AfD. Da scheinen Sie sich in diesem Thema mit der AfD ja sehr einig zu sein, was die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Amerika betrifft. Stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor, wir hätten heute TTIP, wir hätten dieses Abkommen. Wir würden in Amerika genauso behandelt wie die Kanadier und die Mexikaner, hätten wahrscheinlich freien Zugang zum amerikanischen Markt. Und der Bundeswirtschaftsminister müsste nicht eine Bittstellerreise nach Washington machen, sondern könnte sich auf ein Abkommen stützen, mit dem wir eine vernünftige Handelspolitik mit den Vereinigten Staaten von Amerika hätten. Also, meine Schlussfolgerung daraus ist ganz einfach. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Glück bei den schwierigen und wichtigen Verhandlungen in Brüssel morgen und übermorgen. Aber die wesentlichen Hausaufgaben in der Asylpolitik, in der Einwanderungspolitik, auch in der Wirtschaftspolitik und in der Handelspolitik, die müssen Sie hier in Berlin machen. Und die werden umso schwieriger, je zerstrittener diese Regierung auch im Jahr 2023 bleibt. Herzlichen Dank. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.